Hey und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier vom GTA 5 Story Modus. So, hochladen nicht möglich, okay, das ist ja nicht so schön. Egal. Ja, wir haben hier gerade eine andere Mission reinbekommen. Und zwar braucht Tracy unsere Hilfe. Die steckt nämlich in Schwierigkeiten und dann werden wir natürlich helfen. Denn der Haussegen hängt natürlich bei uns ein bisschen da im Schief und deshalb müssen wir gucken, dass das alles nochmal in die Waage kommt. So. Okay. 600 Meter. Anscheinend wird Tracy von irgendeinem Typen verfolgt. Aber genaueres weiß ich jetzt auch noch nicht. Warum können wir nicht mit meinem Audi fahren? So, dann fahren wir mal zum Motel. Hallo. So. Beim Cluck and Bell auf der Rockford Plaza. Boah, wo müssen wir denn jetzt überall hier hinfahren? Halte das Auto des Stalkers an. Wie machen wir denn jetzt am besten? Ich glaube, wir könnten natürlich jetzt anfangen, die Reifen zu zerschießen. Bring Tracy nach Hause. Ja, ist doch am einfachsten, einfach umzubringen. Gar kein Problem. This was infinitely more persuasive. I never should have called you. Look, there's a lot of sickos out there. I couldn't take the chance. I know there are sickos out there. My dad is one of them. Grow up, baby. It's time you got. Oh, ich hasse diesen Mini hier. Serious with your life. Ist nicht gerade mein Lieblingsauto. Pretend it never happened. Like I try not to think about exactly what aspect of your creative expression enamored him so much. Okay, that's right. Denial kind of works for me. Good, that's my girl. So. Now, please, try to make better choices. Thanks, okay. I'm glad I could use my paternal rage productively for once. Mission bestanden. Dieses Fahrzeug eignet sich nicht als Fluchtfahrzeug. Ja, davon bin ich mal ausgegangen. Wir müssen zu Solomon. Oder zu einer Feuerwehrwache.
um ein Feuerwehrfahrzeug zu klauen. Aber das machen wir alles im nächsten Part. Obwohl, nee, komm, wir hängen hier noch was dran. Denn der ist bis jetzt erst 6 Minuten lang. Das ist ein bisschen kurz, um hochzuladen. Wir fahren noch schnell zu Solomon und schauen uns mal an, was der für uns hat. Wenn der Part zu kurz ist, dann ist das auch nicht gut. Zack. So, ab in die Filmstadt. So, dann gehen wir mal bei Solomon. Hallo, hallo. Good to see you, Slick. Devin. Rechtliche Schwierigkeiten. It's over, Michael. You done good, kid. You kept this bullshit up long enough to help me trigger a fantastic insurance payout when the plug is pulled. I love you. You're like my spirit brother now. Where's Solomon? He's out getting the negatives of film, whatever the fuck it is. The last dinosaur in town is about to get fossilized. What are you talking about? Look, the movie's nearly done, so if the plug's pulled now, the investors, meaning us, get a massive insurance payout. Meanwhile, I can use that to get the other major shareholder, the old bastard's idiot son, to agree to tear this relic down and let me redevelop the area for condos. And in this economy, the city's gonna let me build tax-free. I might even get some rebates. It is a brilliant thing, and it is all thanks to you and Molly's eye for the details of the insurance policy. Michael, they're fucking us! The suits! And they don't even wear suits! Wolves in turds clothing! Try not to take it too badly, Mr. Richards. Were you ever a human being? Look, people used to like films, now they like what? Videoing themselves, beating off on their iFruit? Don't blame me. I'm a very spiritual person. I feel badly about this. But evolution is evolution. Gentlemen, Molly, namaste. Can I take the film now, Mr. Richards? My plane leaves in 25 minutes. Can't we do something? At least let me finish the picture, then close the place down. I'm afraid our timetable doesn't allow for that. Goodbye, Mr. Richards. Ich konnte die Frau noch nie leiden. She is taking the only copy offshore, somewhere nice and discreet. Analog. God, it's certainly got its complications. Michael, can you do something? No, he can't do anything, pal. It's an inevitability. My wife got screwed by a yogi. And now I'm getting screwed by a yogi? Fuck that! I'm a producer! Nobody fucks with my film! Okay, so, okay. Schnell! Wir nehmen hier das schnelle Auto. So, jetzt geht's los. Begib dich zum Flughafen und finde Molly. So. So, Abfahrt. Okay, wir müssen Molly am Flughafen finden und dann... Slow it down, Slick. You're not thinking. Hey, I'm a producer. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. Ja, wahrscheinlich mit einem Stunt Motorhaube. Tür. Alles verloren. Sauber. Okay. So. Ja, ich fahre irgendwie ganz ziemlich gerne den Weg hier. Es war ein bisschen länger, aber kann man schön Gas geben. Warum das? Was ist denn jetzt hier los? Molly ist entkommen. Ja, wieso das denn? Ja, ich kann ja aber nicht noch schneller fahren. Mission fehlgeschlagen. Ich kann ja aber nicht noch schneller fahren. Get to the airport, talk, that's it. Now you know.
So, Abfahrt. Dann fahren wir halt der gelben Linie diesmal nach. Okay, wenn es sein muss, dann machen wir das eben. Slow it down, Slick. You're not thinking. Hey, I'm a producer. I'm producing the goods. Don't do this, Slick. Think. She's got a police escort. She's on the way to my personal hangar. Security at the airport work for me. I just want to get the film back before she does anything rash with it. Molly's highly strung. She's not going to stop and talk it out with a deranged killer chasing after her. That ain't who I am. Today, look, I don't want to hurt anyone. I just want to get my movie. Slow down and use your brain. Fun time is over. Welchen Weg fährt die denn? Hallo? Bruder. So, total der Umweg eigentlich. So. Gut, das Auto ist gleich total schaden. Wenn wir am Flughafen angekommen sind, wird das wahrscheinlich kein Meter mehr fahren. Naja, der Stand war jetzt nicht so atemberaubend. Oh, da kommt auch noch eine Boeing. Okay, geil. Holy close. Holy shit. Was ist denn jetzt hier los? Hallo. Ich kann froh sein, dass mein Auto das noch mitmacht. So, ja, auf dem Flughafen von Los Angeles ist sogar noch einiges los. Auch das Auto ist fast Schrott. Die Reifen, die stehen schon so krumm. Oh Gott. Dass das Auto überhaupt noch fährt. Schnell, hier rein. Warte, was ist? She's the one behind this. Trespassing. That's the most you got on me. Oh, man kann nicht einsteigen. Ach, Manu. Das war ein schöner Tod. Ups. Hey, I'm just a witness, okay? Hey, I ain't done anything.
Ja, das ist klar. Es ist wieder. Die ganze Polizei aus Los Santos hier. Weil ich mir meine Filmrolle zurück geklaut habe. Dann lauf doch auch. Weg mit dir. So, ich gehe jetzt hier in den REMU rein und dann geht's jetzt hier ab mit dem Flugzeug. Gib Gas, REMU. Schnell weg hier. Zieh hoch. Jawollo, okay, haben es geschafft. Aber ja mal einfach so. Okay, mein Flugzeug raucht auf jeden Fall schon aus der linken Turbine. So, aber ja, ich denke mal, wenn wir die Cops abgeschüttelt haben, dann war's das schon. Dann müssen wir diese Filmrolle noch zu Solomon bringen und dann, ja. Oh. Es ist gerade nicht so gut. Das ist ja nicht gut. Okay, ist die endgültig ausgefallen, die Turbine. Und die rechte, die macht es auch nicht mehr lange mit. Bleib noch so lange in der Luft wie nötig und dann springe ich mit dem Fallschirm raus. So ist der Plan zumindest. Ja, so langsam könnten die Sterne aber auch weggehen. So, ich springe einfach raus jetzt. Rechtliche Schwierigkeiten, die Mission wurde bestanden. Ja, das würde ich sagen, war doch total einfach. War doch gar kein Problem. So. Total easy. Ups. Das war jetzt nicht so doll. Solomon wird gewählt. I loved you once, Tony, but there's nothing between us. Now that I know you prefer dictation. Really? We're doing this now? I just watched Devin Weston's legal counsel get juiced in a jet engine. Oh, that Molly woman? Oh Lord, that's horrible. You have no idea. She panicked, went crazy and ran into it. But I saved the print, so we still got our movie. You believe that analog thing? It's all digital. We have backups everywhere. I mean, we're shooting on green screen. Well, you could have told me. I'm sorry. Look, I thought you knew. The edit's nearly done, and we've got to get it out before they can screw us again. Mm-hmm. I've greenlit a premiere. That will stop them from burying us. A premiere? For Meltdown? Okay. Can you invite my family? They can finally have something to be proud of me for. Of course! It's already on its way by courier. All right. Shit. I'll get ready. It was an American divorce, by the way. The movie quote. Obviously. Verstecke ein Fahrzeug an einem sicheren Ort, um es als Fluchtfahrzeug zu benutzen. Ja, Freunde, das war's vom Part. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und wenn nicht, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.